langer Tag geht zu Ende und der kleine König und Grete genießen zusammen das herrliche Abendrot. Ach, Grete. Hey, kleiner König. Ja? Grete, für euch beide wird's Zeit, sich gute Nacht zu sagen. Ach, Grete, ich verlass dich nicht. Ich könnte hier noch stundenlang einfach so rumsitzen. Ein andermal. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, schlafen zu gehen. Aber nur mit Grete zusammen. Ja, ihr geht zusammen, du in dein Bett und Grete in ihren Stall. Nö, Grete übernachtet heute bei mir. Wieso das denn? Weil das alle guten Freunde mal machen. Komm, Grete, wir gehen jetzt schön die Zähne putzen. Hier. Oh. Die Bürste ist ein bisschen zu klein für dich. Na, macht nix. Nimmst du eben die Duschbürste? So, ja, schön. Und dann hupsi, hupsi in die Federn. Grete hat doch ganz schmutzige Hufe. Ja, das ist wahr. Willst du duschen, Grete? Komm, wir ziehen uns aus. Ach, du bist ja schon, naja, ein bisschen eng. Also, erst deine Vorderseite hoch. Und jetzt die Hinterrückenseite. Grete abtrocknen. Wie? Ach so, du kannst das nicht alleine. Und jetzt ins Bett. Und ihr beide schlaft heute im Sessel, weil Grete ein bisschen Platz braucht. Es wird ganz schön eng werden. Na ja, ein bisschen eng, aber sehr gemütlich. Was, Grete? Gute Nacht. Schlaft gut. Ja. Nanu, kalte Füße. Wieso? Also, Grete. Hey, na sowas. Was ist denn? Ach so. Guten Morgen, ihr beiden. Aufstehen. Die Sonne lacht. Das Wetter lädt zum Spielen im königlichen Garten ein. Lasst uns rutschen, Grete. Das macht munter. Oder etwas schaukeln. Was meinst du? Diesmal schlafen wir aber nicht in meinem Bettchen. Das ist sehr vernünftig, kleiner König. Ja, diesmal schlafen wir zusammen bei Grete. Was? Im Pferdestall? Kleiner König, du kannst doch nicht im Pferdestall übernachten. Da gibt's kein Bett, dort liegt nur Stroh. Das ist nicht sehr königlich. Ja, das ist wahr. Das wäre für einen König nicht sehr bequem. Da gehe ich lieber wieder ins Schloss. Sei nicht traurig, Grete. Da bin ich schon wieder da. Guck mal, was ich hier habe. Hier ist alles drin, was wir heute Nacht brauchen. Nämlich zwei Kissen, Kuscheldecken, Teddy und Entchen, Taschenlampe zum Nachtsleuchten, ein Töpfchen für Notfälle und Licht aus. Und gute Nacht. Dann wird es diesmal bestimmt eine gute Nacht. Schlaft schön alle vier.